Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die M10 II Box von Massiv. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. M10 II von Massiv, so sieht das Ganze aus. Die Folie der Box habe ich schon entfernt, bin dann aber drauf gekommen, dass das Video bzw. die Kamera nicht aufnimmt und deswegen das Ganze jetzt nochmal ohne Folie. Ich bin aber vor dem ganzen Rest drauf gekommen, also alles gut. Der erste Teil des Albums, das war dieser hier, nämlich M10. Dieser kam im Jahr 2014 und jetzt der lang ersehnte Nachfolger 4 Jahre später im Jahr 2018. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Box in Schwarz-Gold. Hier lesen wir einmal M10, also diese drei Striche hier von diesem BMW M, von diesem Motorsport. Und dann hier klein noch die Römisch 2 angefügt. Was hier auf jeden Fall am stärksten ins Auge sticht, ist dieser riesige Medusa-Kopf dieser goldenen Versace-Kette. Und das Ganze zieht sich hier im Design durch und durch. Also massiv hier in einem Bademantel, in einem Morgenmantel, meiner Meinung nach ebenfalls Versace. Dann haben wir hier unten das Logo Massiv und hier dann ein Arm von Massiv bzw. die Schulter, Credits und Barcode. Also das Ganze durch und durch in dieser Morgenmantel Versace Optik. Das Ganze zieht sich dann auch hier noch weiter, zumindest hier der Arm. Und hier kommt dann noch das Logo des Labels zum Vorschein, Al Massiva. Dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal dieses Oberteil, dann haben wir das Album M10, die Instrumentals zu M10 II, die Bonus-EP, das Album, einen Sticker, eine Autogrammkarte und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß, ist eine reguläre Klappbox. Legen wir mal zur Seite. So, nachdem hier bis auf das Oberteil nichts weiter in Folie ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Brauchen wir das Messer gar nicht. Kleine Info am Rande, ihr habt es vielleicht gesehen, hier lesen wir ML. Also das Ganze, dieses Oberteil gab es in verschiedenen Größen, nämlich in ML oder dann in größer in XL bzw. XXL. Das wurden immer zwei Größen abgedeckt mit einem Stück und ich habe mich in dem Fall für die kleinere Variante in M bzw. L entschieden, nachdem ich generell eher M trage. Gut, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier M10 II stehen zu oberst. Darunter lesen wir dann in kleinerer Schrift Al Massiva präsentiert. Dann haben wir einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und dann haben wir hier massiv vor einer schwarzen Maschine stehen mit einer Raubkatze und die beiden befinden sich hier auf einem goldenen Versace-Teppich. Sieht echt mächtig aus. Also die Optik von M10, von dem ersten Teil, wurde hier auf jeden Fall gut fortgeführt. Damals ja auch sehr Versace-lastig das Ganze. Die Kette hat es ja bis heute auf das Cover geschafft, also vom M10 jetzt auch auf das M10 II. Und der schwarze Panther, nehme ich an, wurde hier durch einen Leoparden ersetzt. Massiv M10 II lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Kool Savage, Olexesh, Farid Bang und Capital Bra. Credits und Barcode. Und hier Massiv wieder, in dem Fall in der Hocke vor seiner Maschine. Ich muss ehrlich sein, ich kann nicht genau erkennen, was sich dahinter befindet, also was es für eine Maschine ist, ob es eine Suzuki oder Kawasaki ist, aber ich glaube, wir haben dann noch im Booklet oder auf dem Poster genauere Fotos davon. Das ist die CD in Schwarz-Weiß und Gold gehalten. Hier hinten das Logo von Al Massiva inklusive diesem Versace angehauchten Zierrahmen. Dann haben wir das Booklet, hier haben wir die ganzen Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, also wer hat den Beat produziert, beziehungsweise wer wurde gefeatured, das können wir dem entnehmen.
Dann haben wir hier wieder massiv komplett in Schwarz und Gold gekleidet. Eine weitere Aufnahme. Ja, okay, also hier lesen wir Saki. Also es dürfte sich auf jeden Fall um eine Kawasaki handeln. Dann haben wir weitere Tricks und weitere Aufnahmen von Massiv vor dieser Maschine. Also falls ihr es wisst, mich würde es echt interessieren, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was das genau für ein Typ ist. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es rein vom Foto nicht erkennen, aber ich bin jetzt auch nicht so der riesen Motorrad-Nerd. Weitere Aufnahmen von Massiv. Und dann haben wir hier noch die Credits bzw. die Social Media Auftritte von dem Interpreten. Und hier zur Info lesen wir noch, produziert von J.S. Kuster, also Johann Sebastian Kuster. Gut, dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die kommen hier in einem Digisleeve, in einer Papphülle. So sieht das aus. Wir haben hier die ganzen Tracks. M10 Instrumentals, beziehungsweise M10 2 Instrumentals, wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir die Bonus-EP, und zwar ist das die Bonus-EP mit dem Namen Goldmaterial, Massiv und 030er. Die 030er, das sind zwei Rapper aus Berlin. 030, ja, die Vorwahl von Berlin, dementsprechend auch ihr Name. Und dann haben wir hier 5 Tracks an der Zahl. Wir haben hier, also wie gesagt, das sind alles Tracks von den 030ern. Wir haben hier einen Track mit Massiv, einen mit Cozy, Gold Edit, dann hier nochmals ein Feature mit Massiv und das hier mit Cozy. Also 3 Tracks, die hier von Massiv geremixed wurden. In dem Fall Gold Edit von den 030ern. So sieht die CD aus. Ebenfalls in der Papphülle. Und wir haben noch eine dritte Papphülle und diese beinhaltet das Album M10. Ja, ich bin froh, dass ich es auch in der originalen, in der ursprünglichen Variante habe, denn das Digipack, das damals in der Box war, ist doch deutlich schöner als diese Papphülle. Aber nichtsdestotrotz freut man sich natürlich darüber, weil es natürlich viele Fans oder viele Käufer da draußen gibt, die wahrscheinlich dieses Album nicht besitzen, beziehungsweise das gar nicht am Schirm haben und jetzt erst bei M10 2 eingestiegen sind. Hier sehen wir die Tracklist, wir haben hier noch 17 Tracks an der Zahl, die kommen mit dazu. So sieht das aus. Und das Ganze ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir mit dabei einen Sticker, dieser in kreisrunder Form. Und auch hier wieder das Logo von Almasiva, der Löwe. Dann haben wir eine Autogrammkarte und diese hier unterschrieben mit weißem Stift. So sieht das aus. Massiv hier mit nachdenklichem Blick nach oben. Auf der Rückseite nochmals massiv auf dieser Maschine inklusive M10 2. Gefällt mir gut. Sehr schön gestaltet, die Autogrammkarte. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Und hier haben wir genau das, was ich vorhin angesprochen habe, nämlich hier können wir das Motorrad, die Maschine dann nochmals etwas genauer betrachten. Jawohl, hier steht's. Wir haben es hier zu tun mit einer ER6F. Also, hier massiv nochmals vor dieser Maschine. Das Foto, das wir auch schon aus dem Booklet kennen, auf dem Versace-Teppich. Und das Ganze ist auch noch auf der Rückseite bedruckt. Auf der Rückseite haben wir dann nochmals massiv, in diesem Fall auf der Maschine bzw. an die Maschine gelehnt. Richtig schön. Beide Seiten im Querformat. Welche Seite es bei euch wird, für welche ihr euch entscheidet, ist natürlich euch überlassen. Gut, dann legen wir das Poster mal wieder zusammen. So. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar ist das hier so ein Oberteil, ärmellos, also so ein, ja, Sleeveless Hoodie, glaube ich, nennt man sowas. Der ist in dem Fall in Rot gestaltet. Hier lesen wir in der Mitte in gelber Schrift M10 und dann haben wir wieder diesen Rahmen in Braun. Sehr interessante Farbgestaltung, also ich hätte es echt bevorzugt, wenn man das Ganze irgendwie mit dem Artwork des Albums abgestimmt hätte, irgendwie in Schwarz-Gold, aber ja.
Und auf der Rückseite haben wir dann 02, also in dem Fall wahrscheinlich für M10-2, weil es eben der zweite Teil ist. So erkläre ich mir jetzt diese 02. Die ist in dem Fall in grün. Spannend. Und wir haben es hier zu tun. ML, das habe ich euch bereits erklärt. M10 lesen wir hier noch. Allerdings würde mich jetzt interessieren, ob wir noch einen Zettel haben, der uns, jawohl, hier haben wir sowas. Und zwar lesen wir hier, Made in Turkey, Confidence in Textiles, okay, schadstoffgeprüfte Textilien, das ist auf jeden Fall mal schön. Und wir haben es hier zu tun mit Rockfall Merchandise aus Diebach, Oberöstheim, alles klar. Aber, was haben wir hier? Ich sehe jetzt leider nichts zum Material. Irgendwie habe ich es übersehen. Wo haben wir es denn? Hier lese ich nur irgendwas mit Baumwolle, aber nicht wie viel Prozent. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das Ganze 100%... Ah, oh ja doch, hier dürfte es stehen. Ganz klein. Hier in der zweiten Zeile lesen wir 100% Baumwolle. Alles klar und made in Turkey. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier diesen roten Sleeveless Hoodie inklusive braunem Zierrahmen und diesem gelben Aufdruck auf der Brust. So sieht das aus. Hier die Kapuze. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht ganz so der Fan von so einer ärmellosen Variante. Ich meine, zum Trainieren vielleicht ganz nett, aber die Kapuze ist nicht ganz so mein Fall. Erinnert mich etwas an Assassin's Creed. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es entweder ohne Kapuze bevorzugt oder wenn man die Kapuze mit hat, dann auch mit Ärmeln. Aber ja, das ist irgendwie so ein Spagat zwischen beiden Sachen und ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht ganz so mein Fall. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser Sleeveless Hoodie in Rot, dann das Poster beidseitig bedruckt im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte, dieser allmassive Sticker in Kreisform, das erste Album M10 in der Papphülle im Digisleeve, die Bonus-EP Goldmaterial, die Instrumentals zum Album M10-2 und natürlich das Album an sich im Standard-Jewel-Case. Wenn ich das Ganze addiere, also wir haben hier 14 Tracks, dann haben wir auf der Bonus-EP 5 sind 19 und hier dann nochmal 17, also kommen wir auf 36 Tracks plus eben jede Menge Instrumentals. Das ist doch eine gute Menge. Das alles in dieser wunderbaren Box M10-2 von Massiv. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Massiv unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf, ciao!